Liedes juchzend mit, singt ein Loblied eurem Meister, preist ihn laut, ihr Himmelsgeister, was er schuf, was er gebaut, preist ihn laut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns in der Messe sein Erlösungswerk zugänglich macht, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, ich begrüße euch zu unserer Morgenmesse. Es ist eine Freude, dass ihr, liebe Erwachsene, alle da seid. Es ist eine Freude, dass so viele Kinder da sind, obwohl wir heute anschließend gleich in der Schule noch die Adventkranzweihe miteinander feiern. Habt ihr schon verstanden? Die Schülermesse, da ist Jesus ganz bei uns. Wir wollen das Herz bereiten, dass er, der König, auch in uns kommen kann. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lass uns beten. Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, um uns aus der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade, dass auch wir deinem Willen gehorchen und in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören heute vom König David, diesem Kleinen, der ein großer König wurde. Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. In jenen Tagen kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sagten, wir sind doch von deinem und Bein. Schon früher, als noch Saul unser König war, bist du es gewesen, der Israel in den Kampf und wieder nach Hause geführt hat. Der Herr hat zu dir gesagt, du sollst der Hirt meines Volkes Israel sein. Du sollst Israels Fürst werden. Alle Ältesten Israels kamen König von Hebron. Der König David schloss mit ihnen in Hebron einen Vertrag vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König von Israel. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Richtet ihr euch auf und erhebt euer Haupt, denn die Erlösung ist nahe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit gebrauchte Jesus einen Vergleich und sprach zu seinen Jüngern: Seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gläubige, liebe Kinder, habt ihr gut aufgepasst? Jesus spricht heute von den Bäumen. Und wenn sie Blätter bekommen, dann sagt er, dann merkt man, jetzt kommt bald der Sommer. Momentan merkt man bei den Bäumen, was kommt für Zeit? Der Winter. Hurra, der Schnee ist da. Ein bisschen, Gott sei Dank nicht zu viel. Jesus sagt, da versteht ihr, was als nächstes kommt, wenn ihr die Bäume anschaut. Genauso sollt ihr als Jesus-Jünger verstehen, wenn der Menschensohn kommt. Am Sonntag haben wir gefeiert, dass der Jesus der König ist, der König am Kreuz, der König der Liebe. Sein Königreich ist im Himmel. Aber er hat versprochen, er kommt wieder, auf den Wolken wiederkommen. Jetzt am Sonntag werdet ihr diese Stelle von heute hören, und noch mehr dazu, dass alle Völker erschrecken, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit. Und dass sie vorher schon klagen und jammern, weil alles durcheinander kommt, sogar die Sterne vom Himmel fallen. Und da sagt ihm Jesus, wenn ihr das seht, dann sollt ihr wissen und verstehen, jetzt kommt die neue Zeit. Die Zeit, die nicht mehr vergeht. Denn Himmel und Erde von dieser Welt werden vergehen, aber Gott ist ewig, unzerstörbar. Wenn wir das wissen, dann wollen wir so leben, dass Gott jederzeit kommen kann zu uns. Wir wollen hier als Königskinder leben, die Kleinen und die Großen, dann sind wir bereit, wenn er kommt und die Ewigkeit beginnt. Amen. Wir wollen jetzt unsere Bitten vor Gott aussprechen. Dass Gottes Volk den Mut nie verliert, sondern voll Vertrauen auf dein Kommen wartet. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass die Politiker für den Frieden eintreten und die Not in der Welt zu lindern suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass die Hungernden gesättigt und die Trauernden getröstet werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir am Ende der Tage in deinem Gerichte bestehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen in die heutige Messe einschließen. Kurat Josef Zauner zu Ehren von Bischof Rudigier als Dank. Bischof Rudigier hat heute seinen Sterbetag. Deshalb haben wir auch 9 Tage lang das Gebet zu ihm gesprochen, um ihn als Fürbitter anzurufen. Herr Jesus Christus, im festen Glauben an dich ist Bischof Franz Josef Rudigier zum Zeugen deiner Gegenwart inmitten dieser Welt geworden, als Zeichen seiner Treue zu dir und als Bekenntnis zur Sündelosigkeit Mariens, die ihr von Anfang an geschenkt war, hat er den Linzer Dom gebaut. Wir bitten dich, schenke uns die Freude, ihn bald als Heiligen verehren zu dürfen, und erhöre die Bitten der Gläubigen, die sich seiner Fürsprache anvertrauen.
Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, Vater im Himmel, hast uns deinen Sohn gesandt, der uns den Weg zur Ewigkeit bahnt. Christus, unser Bruder und Herr. Amen. Wenn wir jetzt Eucharistie feiern, kommt Jesus, der König, auch hier zu uns. Kreaturen auf den Fluren, huldigt ihm mit Jubelruf. Ihr im Meere preist die Ehre dessen, der aus nichts euch schuf. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir bringen die Gaben zum Altar, die du selbst uns geschenkt hast. Nimm sie von deiner Kirche entgegen und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du bist der Schöpfer der Welt, du bist der Erlöser aller Menschen, durch deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der mitten unter uns ist in der heiligen Kommunion. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir dem Nachbarn links und rechts den Frieden, der von Christus kommt. Friede sei. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht den Menschensohn, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die bereit sind für das Kommen des Herrn. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Jede heilige Kommunion ist ein Hintreten vor den Herrn. Lasst es uns in der Würde der Kinder Gottes tun. Kinder mögen aufstehen zum Schlusslied. Wir singen: Hast du den Mann aus Nazareth gesehen? Glücklich, wer in dieser kleinen Hostie schon den König des Himmels und der Erde sieht und erkennt, dann sind wir Königskinder. Hast du den Mann aus Nazareth gesehen? Er wollte hier vorgehen und dich besuchen kommen, Jesus. Hast du den Mann aus Nazareth gesehen, der wollte hier vorübergehen und dich besuchen kommen, Jesus? Ja, er klopft an deine Herzenstür, will eingeladen sein, will Gemeinschaft mit dir haben,
mit dir teilen Brot und Wein. Ja, er wünscht, die Tür wär offen und dein Herz wär bereit für das neue Leben mit Jesus. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in der Feier der heiligen Eucharistie haben wir den Tod des Herrn verkündet. Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele und mache uns bereit, mit Christus zu leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit gelangen. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt danke ich euch für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Freude ist das, wenn in unserer Zeit schon nicht mehr die Mathe-Messen so möglich sind, wo die Kinder jeden gekommen sind, freuen wir uns über den Freitag, wo ihr Kinder jetzt wieder alle kommt. Und seht, dass auch die Erwachsenen die Einladung Jesu annehmen. Nehmen wir uns heute mit. Wir wollen als Gottes Königskinder leben. Als Königskinder leben. Dann sind wir ständig bereit für sein Kommen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Diese ganze Kinderschar fährt heute Nachmittag zum Bischof Rudigier in den Dom nach Linz. Wollen wir besondere Gnaden für sie erbitten. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.